Alola, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier in Pokémon Sonne. Am Tag, ich weiß, dass sowas überhaupt geschehen kann in meinem Let's Play. Das wird ja zur Normalität, dann ist es nichts mehr Spezielles, dann ist es nicht mehr lustig. Aber egal, im letzten Part haben wir Sachen gemacht. Was haben wir denn alles gemacht? Haben wir da den Kapus in den Hintern gedreht? Ich glaube schon, ne? Du bist immer noch creepy. Irgendwie die Route der creepy Personen, die einfach da durchs Loch schauen. Okay. So, der Geschäftler ist weg, der Geschäftler ist weg. Oh mein Gott. Außerdem haben wir hier den Mega-Ring bekommen und alles drum und dran. Und gegen Sina oder Dexio war es, glaube ich, haben wir ein Kämpfchen gewagt. Genauso wie dieser eine hier. Obwohl er mich gar nicht anschaut. Mein Pokémon kann es kaum noch erwarten. Ja, kann ich mir vorstellen. Vielleicht damals hast du mich schon gesehen, als ich hierher kommen wollte. Und hast dir gedacht, dieser Trainer hat Potenzial. Das sehe ich ihm an. Gegen diesen Trainer möchte ich jetzt antreten. Und warum klinge ich ähnlich wie Bormley? Ich weiß nicht. Ich bin Bormleys Vater. Plot Twist. Wo war ich denn jetzt? Dieser Plot Twist hat mein Gehirn vernebelt. Meine Gedanken. Warum ist der jetzt auf Level 56 und der Vortrainer, ne? Mit Dexio so auf Level 61. Dann gibt der irgendwie nur den Sinn. Naja. Mein Herz ist gebrochen. Das tut mir so gut. Naja, aber weil ja dieser Geschäftler dort vorne steht, hat der nicht gegen mich antreten können. I feel you, Pro. Zum Glück geht es meinem Gravel gut. Es kümmert sich um mein gebrochenes Herz. Oh. Wir haben dieses Gravel gerade irgendwie vernichtet. Mit einer sehr effektiven Attacke, also. Oh. Haben wir da die Stütze von diesem Mann irgendwie verletzt? Yes. Na gut, hier gibt es Manuspector. Was mir auch aufgefallen ist, was die Variation auf den Routen betrifft, es kommen oft die gleichen Pokémon vor, ne? So Manuspector oder Pelipper kommt auch oft vor. Ich weiß auch nicht, ob das auch so spannend ist. Man hat auf jeden Fall, ja, oder dieses Viech auch, ne? Man hat auf jeden Fall eine ziemlich große Auswahl an Pokémon. Trotz der großen Anzahl von Kanto-Pokémon und so. Und auch von den neuen Pokémon gibt es ja auch ziemlich viele. Mhm. Ja, ziemlich viele. Halt genügend, sagen wir jetzt mal, die man verwenden kann. Auf jeden Fall hat man da eine Auswahl. Allerdings, wenn man da so auf die Routen schaut, so spontan kommen dir immer die gleichen, ne? Habe ja auch nichts dagegen, wenn besondere Pokémon eher selten sind, aber ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Weil ich denke mir mal, dass das könnte realistisch sein, ne? Wenn immer die gleichen Pokémon auftauchen. Und nur selten die besonderen und man muss halt danach suchen gehen. Ich weiß nicht. So. Dann schreiten wir hier weiter voran. In diesem Wald. Oh. Ich finde auf jeden Fall sehr, sehr nice hier. Die Farbenkombinationen. Diese Grüntöne. Und das Gras und die Palmen. Sehr, sehr nice. Ready, set, go! Das wenn. Was für denn? Ja. Jetzt kommt dann mit so einem Viech daher. Was ich davon halten soll? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich bedrohe es einfach mal. Und ich werde es knirschen. Viel entspannter. Okay. Ich habe gesagt, ich werde es zerknirschen. Und dann hast du gesagt, ja. Was, du bist schon Typ Psycho? Also. Ja, Naschschweif, aber komm, das hältst du aus, ne? Das hältst du aus, ja. Ja, deswegen bist du entspannt. Das Matchup ist zwar nicht so gut hier, allerdings
Ich und meine Pau Cameroon, wir vertrauen uns. Yes. Naja, dann kann ich ja weitere Themen ansprechen, ne? Themen, Themen, Themen. Ein Knogger wartet auf uns. Kommt halt drauf an, welches Knogger jetzt angetannt kommt. Er kommt, der an. Naja. Meine ersten Tage so allein zu Hause. Ja, ist eigentlich. Zwar machen. Ja, ich wollte sagen, es ist jetzt nichts Spannendes oder was Besonderes. Aber besonders in dem Sinn schon so langsam reden manchmal. Weil ich ja jetzt den Haushalt immer wieder machen muss. Heute übrigens. Eine Notsituation, okay. Heute übrigens, ich weiß nicht, ob das da die klügste Wahl wäre, gewesen ist. Aber ich bin heute einkaufen gegangen, im Shop, der am nächsten liegt, weil Geschirrspülmittel, irgendwie jetzt ausgegangen ist und ich finde jetzt die Flasche nicht, wo man nachfüllen kann, beziehungsweise, ne, womit man eigentlich nachfüllt. Und ja, ich denke mal, wir haben kein Spülmittel mehr, also musste ich mir Spülmittel besorgen. Und ja, ich denke mal, der Laden von nebenan, sagen wir jetzt mal, hatte das zwar, allerdings irgendwie, ob es die günstigere Wahl war, bezweifle ich, aber ich denke mir, ich habe einfach zwei Flaschen geholt, brauche ich ja, wenn ich selber koche, dass ich halt auch selber abwische. Und ohne so Spülmittel ist das auch nicht so hygienisch, ne? Und deswegen musste ich da jetzt auch einkaufen gehen. Einfach mit meiner Schlapperhose hier. So, einfach so gemütlich hier mit dieser Hose. Man sieht's nicht gescheit. Das ist einfach so eine gemütliche Hose für daheim, so eine wollige Hose. Und bin ja einfach damit einkaufen gegangen. Das war mir alles schnurzegal. Auch unten, weil die Hose ein bisschen länger ist, haben mir einfach da den Teil, der eben auf dem Boden gestrichen wäre, weil es eben so lang ist, habe ich mir einfach in die Socken gestopft, hat auch nicht geil ausgesehen, aber das war mir alles schnurzegal. und ja, jetzt habe ich mein Spülmittel und jetzt kann ich ohne Bedenken einfach einfach kochen, weil jetzt kann ich auch abwaschen. Und ich denke mal, das ist nicht so gescheit, wenn das sich alles so stapelt, ne? Naja, das sind alles Dinge, die man jetzt beobachten und betrachten. Betrachten und beobachten, ne? Die man beachten muss. So. Ja. Ist zumindest für mich relativ neu, weil bisher meine Eltern die Dinge eher gemacht haben. Aber ist natürlich absolut kein Problem für mich. Wäre ja auch irgendwie ziemlich unreif von mir, wenn ich da jetzt sage, nö, ich will nicht abwaschen oder sowas. Ich bin da eher jemand, der den Haushalt führt, wenn er machen muss. Da bin ich einer der faulen Sorte, das muss ich schon eingestehen. Ich glaube, hier gibt es in den Bäumen eine Molga. Ah. Ein Ras auf, okay. Ist aber interessant, dass man das jetzt schon erkennen kann. Gut, wo war ich jetzt schon wieder? Ja, meine Eltern machen das eigentlich immer wieder, den Haushalt. Und ich mache es nur, wenn es nötig ist. Und ich denke mal, ist jetzt nicht so optimal für beide Seiten, aber ja, ich, keine Ahnung, ich bin halt da in diesem Sinn ziemlich faul. Meine Eltern sagen nichts dagegen, also ändert sich dann nichts wirklich. Es sei denn, ich bin alleine, dann mache ich es halt. Das ist auch kein Problem. Was, du möchtest VIP-Ticket für mein Zetrin-Konzert? Das willst du, das müssen zwei bisschen drin auf das Pony werden. Yeah! Das wird so ein Geschäftler, okay. Gut, dann schauen wir uns hier einfach weiter um. Mhm. Naja, was ich jetzt auch machen muss, ist immer wieder das Katzenstreu ausmisten in dem Sinn.
Wir haben jetzt neulich so ein Katzenklo für drinnen uns besorgt, weil draußen ja so viel Schnee herrscht. Also müssen wir uns da auch Gedanken machen, weil unsere Katzen, die haben hier begonnen, jetzt schon die ganze Zeit in die Wohnung zu machen. Und ich denke mal, das ist nicht so optimal, ne? Also muss ich das Katzenstreu mal ausfüllen. Ist aber auch interessant zu sehen, wie viel muss ich denn jetzt eigentlich wegtun? Weil ich habe das Gefühl, wenn die da reingepisst haben, dann ist das weiter verstreut. Wenn man das so sehen kann, irgendwie, ne? Weil man sieht's halt, weil das Katzenstreu ja dunkel geworden ist. Aber diese dunklen Körnchen, die sind irgendwie gefühlt überall dann. Willst du nicht gegen mich antreten? Ich werde alle Prüfungen abschließen, auch die großen. Ich will schließlich noch aussehen. Was bist du eigentlich für eine? Was bist du für eine? Du willst alle Prüfungen hinter dich bringen. Und im Prinzip sind ja die einzigen Prüfungen die Inselkönige und Captain-Prüfungen, ne? Und du vom Level her bist eigentlich besser dran, oder? Ja. Also es ergibt irgendwie keinen Sinn. Oder den Kampfbaum, meinst du? Naja. Aber auf jeden Fall, muss ich das machen? Das sind einfach nur so Erfahrungen, die ich jetzt machen muss währenddessen. Dann, wie schon gesagt, muss ich mit dem Auto fahren, entweder gleich in die Hochschule von mir oder halt, das ist auch eine geile Story, zur näher gelegenen Busstelle muss ich auch mit dem Auto fahren. Besonders jetzt im Winter, wo so viel Schnee herrscht, kann ich nicht wirklich zu Fuß hingehen. Manche Idee. Ja, komm, Nelly. Ja, muss ich jetzt auch mit dem Auto hinfahren und weil eben gerade draußen so winterliche Bedingungen herrschen auf der Straße, sind wir, bevor meine Eltern weggefahren sind, bin ich dann mit meiner Mutter einmal auf die Straße gefahren, ne? Ich bin noch nie auf so Winterstraßen gefahren und an sich hatte ich auch nicht wirklich mehr Übung, was das Autofahren betrifft, als die 2 Wochen Praktikum. Habe ich ja, glaube ich, auch erzählt in dem Let's Play. Da habe ich zwar 2 Wochen lang fast jeden Tag bin ich da mit dem Auto gefahren. Da habe ich mich auch sehr verbessert, würde ich jetzt sagen, ne? Während den 2 Wochen. Aber perfekt kann ich sie jetzt noch nicht fahren, ne? Ne. Und dann eben jetzt das erste Mal bei so winterlichen Bedingungen. Ist ja auch nicht so einfach. Nicht nur, weil es ja rutschig ist und man mehr aufpassen muss, sondern ja, die Straßen sind eigentlich alle schmäler. Weil überall ja bei den Seiten die ganzen Schneehaufen sind. Das muss man ja auch beachten. Und kommt jetzt die Molga? Nee. Gut. Wo war ich denn jetzt schon wieder? Autofahren. Ach ja. Haben wir uns eben umgesehen. Bei der Bushaltestelle, wo kann ich stehen bleiben und wo gehe ich dann hin und blablabla. Ja. Dann, da sind wir zum Üben dann in so eine Seitenstraße gefahren, wo eigentlich kaum Verkehr ist. Eigentlich nie, um genau zu sein. Und auch interessant, wie die Pokémon hier rumlaufen. Wie viele Pokémon hier herumlaufen und lauern. Das finde ich übrigens auch sehr nice. Dass solche Pokémon hier auch eingebaut wurden. Ne? Nicht so normale, man muss nur im Gras herumlaufen, sondern auch die sich selber bewegen. Gut. Ja, so Seitenstraßen und da hat es so ausgesehen, dass bei den Parkplätzen, ja, wie soll man sagen, dass der Parkplatz nicht weggeräumt wurde, der Schnee vom Parkplatz, dass der nicht weggeräumt wurde. Dementsprechend, ne, sollte ich da auch üben, wenn ich da einfach so in einen größeren Schneehaufen reinfahre, dass ich ein Gefühl bekomme, wie fahre ich da rein und wie komme ich dann wieder raus. Weil da muss man dann Schwung nehmen, wenn da so viel Schnee ist auf dem Parkplatz. Und das haben wir auch geübt. Nur
Das war die Sache. Beim Einparken sind ständig Fußgänger und andere Autofahrer in dieser Straße unterwegs gewesen, wo ich dann ja schwer irgendwie üben konnte. Besonders, zum Beispiel meine Mutter hat gesagt, beim Rückwärts-Einparken, man muss halt mit Schwung da in diesen Schneehaufen reinfahren. Und ja, wenn da daneben gleich ein Fußgänger ist, weil der Fußgängerweg, egal, das ist so ein Weg für Fußgänger. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie heißt denn das? Egal, auf jeden Fall gibt's den ja daneben und da möchte ich ungern mit Schwung reinfahren, weil so gut kann ich noch nicht Auto fahren, dass ich da sagen kann, okay, ich habe das Ganze unter Kontrolle, also fahre ich den nicht rein. Nee, also waren wir da ein bisschen gestört. Gestört in dem Sinn, dass wir gestört wurden, ne? Dann die ganzen Autofahrer, die von überall hergekommen sind. Das war auch irgendwie so. Wir haben gewartet, bis der eine weg war, dann kam der nächste. Und wir konnten nicht weiterfahren. Das war immer so. Und dann die ganzen Fußgänger, die. Ja. Und dann hat meine Mutter auch schon angefangen, irgendwie zu sagen: Ja, egal, der Fußgänger. Also, du fahrst den nicht rein. Also, ja. Hat auch schon ein bisschen angefangen zu stressen. Aber ich fahre sicher nicht mit irgendwie mit Geschwindigkeit, mit Wucht in so einen Schneehaufen, wenn daneben Fußgänger sind. Da fahre ich sicher nicht weiter. Und es war halt dann irgendwie stressig. Naja, dann sind wir eben nach Hause gefahren, ne? Und dort, wo sowieso eigentlich nie jemand durchfährt, besonders zu so winterlichen Verhältnissen, da ist es voll unklug, wenn da jemand durch unsere Straße fährt, vor unserem Haus, weil da ist es besonders eng. Ja, wollte ich wieder einparken, allerdings, als ich dann zu Hause angekommen bin, war genau vor unserem Parkplatz ist da eine Mutter mit ihrem kleinen Kind gegangen. Mussten wir abwarten, ne? Dann bin ich reingefahren in unseren Parkplatz, so entweder frontal rein oder halt so rückwärts im 90 Grad Winkel, kann man sagen, nicht parallel einparken, sondern im 90 Grad. Und da schaut's eh schon ein bisschen eng aus bei uns. Schon ohne Schnee, aber weil ja da auch überall Schnee rundum liegt, so große Hügel, war das auch nicht so einfach. Naja, deswegen bin ich mal reingefahren und habe gemerkt, nee, ich muss noch mal retour nach draußen fahren. Und ratet mal, genau, eine andere random Frau ist dann einfach vor unserem Parkplatz vorbeigegangen. Genau als ich rausfahren wollte. Oh. Ich habe eh Glück, dass ich da ziemlich aufmerksam bin, weil meine Mutter hat diese Fußgängerin nicht gesehen. Das ist ja auch ein bisschen sneaky, kann man sagen, bei uns. Ja. Naja, aber dann haben wir es geschafft und alles hinter uns gebracht. Hurray, hurray, ne? Ah, nein! Oh mein Gott. Aber die Passage ist auch sehr interessant hier. So, hier gibt's auch was. Naja, dann, wo wir von Autofahren sprechen, da wird sich meine Mutter sicher sehr freuen. Habe ich schon eine Delle reingefahren. Ich denke mal, das ist eher normal. Es ist zwar ziemlich beschissen, weil das kostet wahrscheinlich wieder ziemlich viel, damit man die Delle wieder rausbekommt. Aber, ja, ich denke mal, bei so winterlichen Bedingungen und wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, denke ich, es ist schon irgendwie nachvollziehbar, dass... Ui, Donnerblitz. Voll abgelenkt. Ist es doch irgendwie in einer gewissen Art und Weise nachvollziehbar, finde ich jetzt mal. Was sind da links? Achso, das ist der Kevin Evans. Der Kevin Evans. Dass man da mal so einen, eben wie angesprochen, so ein Schneehügel, der ja um die Straßen liegt, dass man da das ein bisschen
ein bisschen falsch einschätzt, beziehungsweise einmal nicht kurz aufpasst und dann eben so ein Schneehügel erwischt während dem Fahren, der jetzt doch ein bisschen weiter herausragt, in die Straße rein, da bin ich dann halt reingefahren. Ich hab's halt auch gemerkt, weil da bin ich fast in Schleudern gekommen. Ja, ein bisschen in Schleudern gekommen bin ich schon. Und ich bin da doch mit einer gewissen Geschwindigkeit, so mit 40 km/h reingefahren. Ja. Ich würde jetzt spontan sagen, so extrem schaut es jetzt nicht aus mit der Delle. Aber es ist halt eine größere Delle rechts vorne. Und das muss man auf jeden Fall wieder hinbiegen. Und das kostet wahrscheinlich wieder viel. Und ja, meine Mutter wird sich auf jeden Fall freuen. Meine Mutter hat auch schon irgendwie angefangen. Erster Tag in Südamerika hat irgendwie angefangen, mir da schon Bilder zu schicken, so als Art, wie soll man sagen, Reisetagebuch. Und da könnte ich sie ja auch fragen oder ihr sagen, ja, Auto hat jetzt eine Delle. Aber ich denke mal, ich lasse sie jetzt 2 Wochen mal ihren Urlaub mit meinem Bruder in Südamerika genießen. Und dann, wenn sie daheim ist, wird sie es eh wahrscheinlich schon gesehen haben, sage ich so, ja, kann passieren. Aber wirklich, jetzt, ich weiß nicht, ob sowas wirklich passieren kann oder so. Aber mich würde mal eure Meinung da interessieren. Würdet ihr auch sagen, natürlich ist es scheiße, ne? Das möchte ich ja nicht mit schlecht reden oder sowas, ne? Oder kleinreden. Aber würdet ihr auch sagen, es kann passieren für einen absoluten Fahranfänger, der gerade seinen Führerschein hat, der nur 2 Wochen eigentlich frei auf der Straße, frei auf der Straße Erfahrung sammeln konnte bis jetzt. Und dann zum ersten Mal eigentlich bei so winterlichen Bedingungen unterwegs sein muss, mit dem ganzen Schnee, mit den Schneehügeln, ne? Ist alles ziemlich eng, weil ja die ganzen Schneehügeln auch einen gewissen Platz einnehmen auf der Straße. Findet ihr, das ist irgendwie, es kann passieren, oder sagt ihr, nee, das hätte dir eigentlich nicht passieren müssen? Natürlich, im optimalen Fall hätte mir das nicht passieren müssen, ne? Allerdings denke ich mal, das ist jetzt nicht so. Mein Arme ist im Molke, was tust du nur? Dich werde ich jetzt vernichten. Na, mit vollem KP. Ja. Hättest du es schaffen können, aber so nicht. Ich denke hier schon, und meine Mutter wird dafür wahrscheinlich dann auch Verständnis haben, dass sowas halt passieren kann. Ist zwar scheiße, aber ist halt so. Und wenn man halt zum ersten Mal bei so winterlichen Verhältnissen auf der Straße herumfährt, kann sowas eigentlich auch passieren. Und ich bin ja eigentlich immer ziemlich sicher unterwegs. Auch jetzt während dem Winter, während überall Schnee liegt und so. Da bin ich auch ziemlich sicher unterwegs. Also so ist es nicht, dass ich überhaupt nicht fahren kann. Das ist absolut nicht der Fall. Es ist halt einmal passiert. Ja, passiert halt. Da muss ich halt noch mehr aufpassen, als wie ich es sonst tue auf den Straßen. Ich bin ja eigentlich einer, der ziemlich vorsichtig ist. Aber da, es war halt auch irgendwie keine gerade Strecke, wo es passiert ist, sondern eine Strecke, die war so gerade und einmal ist es halt so kurz gebogen gewesen, die Straße. Und genau da beim gebogenen Teil war ja dann der Schneehügel ein bisschen weiter in der Straße drinnen und da bin ich dann halt reingefahren irgendwie. Ja, ja, es ist halt blöd. Naja. Mann, du armes Viech, du. Ich beschütze dich doch. Ich heile dich. Naja, und wo wir von Autofahren reden. Gestern zum Beispiel, weil wir nur eine Stunde gehabt haben. Naja, eine Stunde. Nein, wir haben eine 3-Stunden-Einheit gehabt, aber erst am Abend. Und da wollte ich jetzt irgendwie nicht mit dem Bus fahren. Deswegen bin ich mit dem Auto in meine Hochschule gefahren. Und ja, dann so gegen 20 Uhr hatten wir aus und dann bin ich halt wieder nach Hause gefahren. Allerdings, an dem Tag
Ich weiß jetzt gar nicht, was mit der los war, aber eine Studentin ist während dem Seminar rausgegangen. Das war so eine Art Fortbildung übrigens, was wir da gehabt haben. Eine Mutter mit ihrem Kind, das Trisomie 21 hat, hat halt berichtet, wie welche Erfahrungen sie so gemacht hat. Und das Kind, das mittlerweile schon, ich glaube, 35 Jahre alt ist, ne? Ist also schon Mann geworden. Trisomie 21 kann man jetzt so verstehen. Es ist halt ein Mensch, der jetzt doch eine ziemliche Beeinträchtigung hat, was das Lernen betrifft. Sagen wir es mal so, ne? Und auch irgendwie so motorische Fertigkeiten und alles drum dran. Hat halt dann eine extreme Beeinträchtigung. Und ja, da gab es eben jetzt so eine Fortbildung für uns. Und wir haben uns da angehört, die Erfahrungen. Ne, weil das ist, kann auch passieren, dass wir solche Kinder dann auch bekommen in unserer Klasse. Was ja auch nicht schlimm ist, ne? Und darum geht es ja eigentlich auch. Um das gemeinsame Wohl einer Klasse. Nicht nur, weil jetzt ein Kind eine Beeinträchtigung hat. Das Wissen, über das wir da, oder über die Erfahrungen, über die wir uns da ausgetauscht haben, die kann man auch bei normalen, sagen wir jetzt mal, Kindern gut gebrauchen, weil das sind so Schwierigkeiten, die generell in der Klasse herrschen kann. Ach. Ich sehe schon. Ist das das Blumenmeer hier? Das schöne Blumenmeer. Oh, aber die Blumen schauen auf jeden Fall schon sehr, sehr nice aus hier. Zwar habe ich hier jetzt ein bisschen mehr Blumen erwartet. Bisschen komisch hier. Allerdings schaut es auch wieder wunderhübsch aus. Los, fotografieren wir einfach mal. Oh, sehr, sehr nice. Mann. Ja. Ja. Nur für die Leute, die es interessiert. Wahrscheinlich eh kein, was das für eine Fortbildung war. Das war nicht ausgezeichnet, what the fuck? Es wird aber auch schwieriger hier mit dem Fotoschießen. Muss ich sagen. Naja, aber auf jeden Fall während dieser Fortbildung ist halt eine Studentin nach draußen gegangen. Sie hat halt später irgendwie gesagt, Kreislauf ist zusammengebrochen bei ihr. Und die war auch die meiste Zeit dann nicht mehr da. Und die hat dann auch gefragt, dann am Ende, ob jemand mit dem Auto da ist. Weil sie ist eigentlich mit dem Rad hier und ja, wenn sowas passiert, ne? Die war da mehrere Stunden, schon zwei Stunden lang dann nicht mehr da. Ich weiß nicht genau, was war, aber auf jeden Fall zwei Stunden lang, das war sicher schon etwas Ernsteres. Aber ihr ist dann gut gegangen und hat halt gefragt, ob jemand sie zum Hauptbahnhof fahren kann. Und ja, da habe ich mir einfach gedacht, da kann ich auch. Ich bin auch mit dem Auto da, ich habe keinen Stress. Also kann ich sie zum Hauptbahnhof fahren. Auch wenn ich mich in der Stadt jetzt nicht so gut auskenne, zumindest ich kenne nicht wirklich den Weg von unserer Fachhochschule zum Hauptbahnhof. Kenne ich nicht wirklich. So. Ja, komm. Da hatte sie mich ein bisschen lotsen müssen, aber ich habe sie dann eben zum Hauptbahnhof gebracht. War auch eine interessante Erfahrung, weil sowas hatte ich eigentlich noch nie, dass ich jemanden gefahren habe und dann noch mit einer Studentin da gemeinsam irgendwo hingefahren bin. Das war irgendwie interessant, sagen wir jetzt mal. Zudem auch, ich bin nicht der Beste mit dem Smalltalk und sowas. Ich bin da ja eher eine ruhige Natur. ja, war auch mal interessant. Und war auch interessant zu sehen, welcher Weg das ist zum Hauptbahnhof mit dem Auto. Na, und dann auch interessant war auch noch die Erfahrung, der Weg vom Hauptbahnhof dann wieder nach Hause. Das war ja dann ein komplett anderer Weg. Und ein Weg, den ich dann abgefahren bin,
den ich eigentlich noch nicht so wirklich kannte. Ich habe mich einfach an den Schildern orientiert. Ja, aber es ist gut gegangen. Vielleicht einmal habe ich einen Autofahrer genervt, weil ich da ein bisschen zögerlich war vor einer Ampel, die rot war. Bin ich ein bisschen zögerlich gewesen beim Abbiegen, weil ich musste nach links abbiegen. Einfach weil ich auf das Schild geschaut habe, wo muss ich denn jetzt eigentlich lang? Und da wollte gerade ein Autofahrer links abbiegen und hinter mir eben links abbiegen und dann nach vorne, weil ich war da ein bisschen vorsichtig. aber weil ich da auch nach links musste, ich glaube, der war ein bisschen genervt von mir. Naja, aber ich habe dann den Weg nach Hause gefunden. Ja, ja, ja. Und das ist vielleicht keine spannende Story, kann ich mir vorstellen. Sorry, falls das euch gelangweilt hat. Aber das waren einfach so Erfahrungen, die ich hier jetzt auch sammeln musste. Ah, und der Hintergrund. Sehr, sehr schön ist es hier. Auf jeden Fall. Und schaut auf jeden Fall auch wieder anders aus. Mhm. Ja, generell. Die Blumenmeere hier, die schauen alles anders. Die schauen alle anders aus. So, nicht die schauen alles anders. Also. Als ich mich verletzt hatte, trug Voluminous mich den ganzen Weg zurück in die Stadt. Mon. Volululululul. Ich denke mal, du solltest dir mit deinem Voluminous nicht neben Wasser stehen. Das ist ja eigentlich auch seine Schwäche. Können wir da irgendwie rein? Nö. Gut. Dann geht's hier weiter. Ja, ist auch schon. Sehr, sehr interessant hier. Ach ja. Ah, und das finde ich immer so nice an Blindspielen. Beim ersten Playthrough. Zwar kann man es beim erneuten Durchspielen auch noch genießen, ne? Aber das erste Mal ist immer so bedeutend, würde ich sagen. Und das kannst du nie wieder so erleben. Ich genieße es einfach hier. Auch wenn ich jetzt ein bisschen abgelenkt bin, wenn ich Themen anspreche. Aber ich genieße es. Mhm. Ich habe einfach viel Spaß mit dem Spiel. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, eine Biene. Eine Bienischen. Bienischen. Okay. Gut, gut, gut. Dann schauen wir uns hier einfach weiter um. Und ich glaube, das war's mit Thema Autofahren. Was ich so an Erfahrungen sammeln musste. Und wie schon gesagt, ich bin da ja noch eher ein Anfänger. Ein Fahranfänger. Ich habe, glaube ich, meinen Führerschein jetzt schon 4 Monate oder so. Aber man darf nicht vergessen, ich bin einer, der... Ich war nicht mal im Gras drinnen. Was soll das? Es wollte sich einfach vorstellen, wie es aufschaut. Wo war ich denn jetzt schon wieder? Ja, ich bin aber generell keiner, der so gerne Auto fährt in dem Sinn oder so drauf besteht, Autofahren zu müssen. Es gibt ja genügend Fans, die wollen mit dem Auto fahren oder möglichst irgendwo hinfahren. Aber ich bin da eher jemand, der bleibt zu Hause und ich habe auch kein Interesse, was zu Technik betrifft, zu Autotechnik und auch was das Fahren betrifft, habe ich jetzt auch nicht den größten Bock. Ach ja, schaut euch das an, so schön hier, habe ich auch nicht den größten Bock drauf, also ich fahre nicht wirklich sehr viel. Ich fahre eigentlich nur, wenn ich fahren muss und wie schon gesagt, schauen wir uns dort links unten mal an. Wenn ich fahren muss. Finalhöhle. Okay. Finale. Finale. Oh. Und ein Goldbart schon wieder. Schon wieder. Wo war ich denn jetzt schon wieder? Naja. Und ich musste eben in letzter Zeit fahren. Zum Praktikum. Das war 2 Wochen lang. Und ja. Sonst hat mich eigentlich eh meine Mutter immer zum Dingsbums gefahren. Zur Bushaltestelle. Was ja auch sein muss. Weil die braucht wahrscheinlich auch ihr Auto. Wir haben nur ein Auto daheim. Deswegen fährt sie mich auch. Und ich fahre nicht dorthin und bleib dann mit dem Auto dort. Weil wenn sie das Auto braucht,
während ich im Studium bin, dann schaut's blöd aus, ne? Ich mag aussehen wie eine Backpackerin, aber was verbirgt sich hinter der Fassade? Eine Backpackerin. Naja. Yes. Und ja. Ich hab übrigens dann Ich liebe dich, Backpackerin. Ich liebe dich. Oh, Emolga, Mon. Du hast einen Emolga und dann nur ein Emolga. Du hast Style. Du kriegst dir jetzt auch eine Z-Attacke von Raichu ab. Schaut euch mal Raichu an, diesen Blick. Ach ja, da. Sowas kriegst du nicht immer zu sehen. Genieße es. Ich mach zwar nur ungern, so einen Molga anzugreifen. Was ist mit dem Blick? Es hat ja eigentlich sonst immer voll happy reingeschaut, oder? Und jetzt hat es so einen blöden Blick drauf. Oh, Molga, nein. Aber ich mag dich. Elisa. Ihr wart zu stark. Da war für uns leider nichts zu holen. Dum, dum, dum. Du hast aber Style. Du hast Style, Lady. Ich bin ein Schatzsucher auf der Suche nach einem Schatz. Obvious. Captain Obvious bist du. Und diese Gegend hier riecht förmlich nach Schätzen. Achso, das ist ja Tauchus. Und Elisa mit Nemolga? I see what you did there. Heißt die eine da nicht, die Arena-Leiterin mit ihrem Emolga? Heißt die nicht Elisa? Erdbeben. Oh mein Gott, wir haben Erdbeben. Auch interessant. Macht ja das Spiel auf jeden Fall auch schwieriger, dass wir so TMs wie Erdbeben, Donnerblitz, erst nach der Pokémon-Liga bekommen. Und Donnerblitz hätte uns, Erdbeben hätte uns doch sehr aushelfen können bei der Pokémon-Liga. Naja, so. Ich muss jetzt auch langsam aber sicher mal bei meiner Fahrschule anrufen. Weil ich muss ja noch zwei Perfektionsfahrten machen und einmal so ein Fahrsicherheitstraining. Das bleibt ja noch offen. Und die erste Perfektionsfahrt haben wir eigentlich für, sagen wir jetzt mal, in 8 Tagen sollte es stattfinden. Und ich denke mal so, na, Montag ist schlecht. Ich muss dann nach diesem Part mal nachschauen, wie lange die offen haben mit den Bürozeiten. Weil es heißt, so 3 Tage vor dem Termin kann man noch absagen. Und ich möchte absagen, weil jetzt so während... was wollte ich gerade machen? Achso, einen Schutz anziehen. Ich möchte jetzt ungern während dem Studium, das möchte ich im Februar machen. Geht noch tiefer hinab. Oh mein Gott. Und hier ist auch was. Oh mein Gott. Und ja, jetzt nach dem Part möchte ich mal schauen, wie die Öffnungszeiten ausschauen. Okay. Wo bin ich hier gelandet? Was soll denn das? Schaut auf jeden Fall so aus, als würde man hier vielleicht wieder auf ein Pokémon treffen. Ein legendäres Pokémon, wenn das schon so einladend ausschaut. Riesennugget, okay. Wisst ihr, was ich hier denken muss an die Omega-Höhle oder wie die heißt in Kalos? Gab es ja auch so eine Höhle, die so ähnlich aufgebaut ist. Und dort war Sygarde drinnen. Schaut schon verdammt ähnlich aus hier. Kugelblitz. Einfach so random. Warum kriegen wir jetzt erst Kugelblitz? Kennt ihr irgendwie? Das verstehe ich bei so Spielen sowieso irgendwie nicht. Irgendwie so Items oder sagen wir ein Bonus, das dir irgendwie was erleichtert während ein Playthrough, bekommst du erst ganz am Ende. Wo es eh schon zu spät ist. Oder wenn man hier irgendwie... Nein!
du Schlappwieder, du. Erlaube mir, eine Frage zu stellen. Was verstehst du unter dem Wort Berg? Das ist mir jetzt sowas von schnitzegal gerade. Ein Berg ist ein Teil der Erde. Oder das Wort Berg, das hat sich in der Sprache so entwickelt, dass es jetzt für uns Berg heißt. So, Ende. Wo war ich denn jetzt? Egal. Du hast mich so verwirrt, ey. Ich kann ja jetzt voll professionell, wie ich bin, währenddessen mal nachschauen, wie es mit den Öffnungszeiten ausschaut. Ja. Eisenschädel, ja, sollte jetzt nicht so extrem viel abziehen. Söderle, wir sollen so. Nein, nicht das hier. So. Fahrschule, da bist du. Öffnungszeiten 9 bis 18.30. Und jetzt ist 16.30. Das sind die Öffnungszeiten, ne? Allerdings die Bürozeiten weiß ich gerade nicht. Schauen wir mal. Kann man ja machen daneben, ne? Kann man ja machen. Nee, ich werde dann anrufen jetzt. Weil das geht sich schlecht aus. 3 Tage vorher, das ist ein Samstag, also 3 Tage vorher ist Freitag, Donnerstag, Mittwoch. Mittwoch sollte ich eigentlich absagen. Und Montag und Dienstag habe ich immer einen vollen Tag, was das Studium betrifft, also ist das auch nicht so knorke hier, also muss ich das jetzt nachholen. Ich weiß, ich komme ziemlich spät drauf, aber egal. Eigentlich ist das eh... Irgendwie ist es auch interessant zu beobachten, das muss ich auch loswerden. Im Studium nimmt man sich ja auch vor, ich möchte nicht alles aufschieben und am Ende machen, sondern auch mal in den Ferien zum Beispiel was machen, ne? In den Weihnachtsferien. Oder jeden Tag irgendwie, oder jeden zweiten Tag ein bisschen machen. Aber irgendwie, wenn man es so gewöhnt ist von der Schule, dass man irgendwie alles aufschiebt, und sich dann irgendwie vornimmt, etwas zu ändern, das geht nicht einfach so. Das ist kein gescheiter Schnipser. So, ja. Das geht nicht so einfach, das ist mir schon aufgefallen. Weil ich möchte natürlich das ändern. Ich stehe auch dahinter, dass ich das ändern möchte. Genau wie ein Berg. Ohoho. Aber irgendwie ist das so... keine Ahnung. Man ist es halt irgendwie gewöhnt, dass man es aufschiebt und erst gegen Ende macht. Auch jetzt während dem Studium merke ich das. Die nächsten Wochen, die letzten Wochen von dem Semester werden extrem stressig, weil ich noch einiges zu tun habe. Weil ich eben viel aufgeschoben habe. Das ist eben das Merkwürdige. Ein Berg ist ein Konzept, ein Gedankenkonstrukt. Etwas, das man überwinden, zu bezwingen gilt oder so. So. Irgendwie möchte ich mich da jetzt noch umsehen. Vielleicht gibt es ja eh nicht mehr so viel zu erkunden. Weil wer weiß, wie viel es hier noch gibt. Ja, was ist denn los? Darf ich hier jetzt nicht mehr weg oder mache ich los? So. Yes. Und jetzt kann ich wieder absteigen. Es geht so einfach. Und das war's eh. Okay. Wer schreit hier so herum? Hört auf, hier so herumzuschreien. Kann man da oben weiter entlang? Verpasse ich hier eh nichts? Weil das möchte ich auch nicht. War da oben was? Weil es hat einmal kurz so gewirkt, dass da oben ein Pokéball war. Da? Wie kommt man da rauf? Irgendwie einen geheimen Geheimrich muss es hier schon geben, ne? Einen geheimen Geheimrich. Aber da kommt man ja überall nicht drauf. Strange. Naja. Ich habe hier eh noch nicht alles entdeckt. Beziehungsweise ich habe hier auch noch nicht alles hinter mich gebracht, was ich eigentlich vorgehabt habe. Weil da gibt es ja noch diesen schaftigen Trader, auf den darf man ja auch nicht vergessen. Und ich werde jetzt einfach offscreen dann mich nochmal umsehen. Naja, auf jeden Fall, Leute, war's das für heute. Ich werde jetzt bei meiner
bei meinem Kochkurs, wollte ich sagen, bei meiner Fahrschule anrufen und alles ausmachen. Das ist alles irgendwie vielleicht völlig irrelevant für euch, aber mir ist schnurzegal. Und wir werden dann im nächsten Part weitermachen. Macht's gut und tschüss. Bye.